Hey, ja, ich bin wieder da oder mehr oder weniger. Ein kleines Infovideo für euch, ein wichtiges bezüglich, ja, was gerade wieder los ist. Ich komme wieder mal zu gar nichts. Ich bin den ganzen Tag auf Trab, und wenn ich zu Hause bin, habe ich zu gar nichts Bock. Deswegen, ja. Die Lücke zu dem, ich habe total viele Einsendungen für Let's Fluch bekommen und muss erstmal, ja, da eins raussuchen von den vier verschiedenen Aufnahmen, die jeweils 2 Stunden gehen. Und ich habe jetzt da so, glaube so 2 Stück, wo ich mich noch entscheiden müsste. Aber keine Sorge, es wird wieder was kommen. Es tut mir leid, dass 5 Tage lang jetzt nichts gekommen ist, obwohl das ist jetzt nicht so eine lange Zeit. Also 5 Tage ging für mich schnell rum. wo ist es denn? Ja, bezüglich wegen des Letztfluches. Ich werde davon eins online bringen. Eins von den 4 Stück. Der Rest kommt auf Insane Serax. Ihr werdet den über meinen Kanal finden. Wenn ihr einfach auf der Übersicht nach unten scrollt, dann wird er irgendwann mal kommen. Ansonsten, ich müsste ihn auch verlinkt haben in der Beschreibung. Bin ich mir aber nie so sicher. Ich weiß es nicht, ich habe so viele tausend Links in der Beschreibung und wird vielleicht drin sein. Wenn nicht, halt auf meinen Kanal kurz runterscrollen. Da habt ihr ihn. Einen sehr großen Dank an euch. Ich liebe euch alle dafür. Das ist unfassbar. Ich habe 6 bis 7 Spieleoptionen zur Verfügung bekommen von euch. Also so Ideen von Bilby, Koldi, Final und der Wakia hat mir auch noch ein Spiel quasi auf die Zunge gelegt, wo ich dann kurzhand ja, gesagt habe, ja, da könnte man doch ein Let's Fluch machen, nicht wahr? Und genau, Let's Fluch und dieses Spiel, das fiel zum allerersten Mal, also in dem Kontext, aus meinem Mund. Nicht aus seinem, deswegen, aber trotzdem, danke. Es ist auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich bin eigentlich auch hundemüde und ich würde am liebsten weiter aufnehmen und weiter hochladen, aber ich komme einfach zu gar nichts. Aber. Vorab, sage ich mal, dass es mit der Uploadrate wieder ein bisschen schneller geht. Ich habe einfach keinen Bock mehr, die ganze Audio zu bearbeiten und aufzunehmen. Also nachträglich für Zelda bezüglich den Personen. Ich spreche ja da immer die Personen und verändere da die Audio. Und das kann einfach, ja, das ist einfach nochmal nachträglich Arbeit, aber nicht schlecht. Da ist das Aufnehmen das geringste Übel. Das Aufnehmen, das macht mir am meisten Spaß. Aber jetzt so, die Textboxen muss ich ja erstmal finden. Da muss ich meine Stimme so schon verstellen, weil das ziemlich schmerzhaft sein kann mit der Zeit. Und da muss ich noch mit Pitchen und Hall und alles Mögliche. Verlangsamung, Beschleunigung muss ich da halt fast zwiebeln. Deswegen ja, so leid es mir tut. An sich hätte ich zum Teil schon noch gern die Stimmen gesprochen, nur ist es einfach zu viel Arbeit. Ich krieg das einfach nicht mehr unter den Hut, deswegen tut es mir leid. Ihr könnt auch noch, also ihr habt noch Gelegenheit. Was habe ich jetzt den Stift gehabt? Ihr habt noch Gelegenheit, ein Projekt, ja, mir quasi in die Hände zu legen. Ja, was heißt in die Hände? Wahnsinn, Serox, du kannst heute nicht sprechen, du bist zu müde. Bitte leg dich hin, schlafen und steh nie wieder auf. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bis jetzt habe ich eine Projektidee als Nachfolger von Zelda. Mischief's Makers. Wenn ihr dafür zustimmt, dann in die Kommentare. Wenn nicht, dann bitte auch in die Kommentare. Aber mit einer Idee von einem anderen Spiel wahrscheinlich. Das wäre ideal, weil wenn es dann heißt, nee, ich mag das Spiel nicht, nee. Und da kommt nichts, keine Idee, dann denke ich mir, ja toll, das hat es ja so gebracht. Ist ja bisher nicht vorgekommen und ich glaube, das wird auch nicht so schnell vorkommen.
Halt so Ideen, so entweder ein Mode 7 Spiel für die Super Nintendo, also Spiele wie Wolfenstein 3D oder Doom oder solche halt, die komplett in Mode 7 gehalten sind. Auch Advance Spiele, die in Mode 7 gehalten sind, gehen auch. Was auch noch gehen würde, wären N64 Spiele. Ansonsten halt keine. Ich möchte halt auch unbedingt mal so ein Spiel mal LP'n komplett. Das wäre schon schnieke. Ich glaube, das war's dann soweit mit der Information. Lass mich nichts vergessen haben, denn der Rest wird nach meiner ja, Verabschiedung aufploppen. Wenn wir schon dabei sind, haut rein. Pause können ein bisschen noch dauern, ein paar Tage, ein paar Wochen, Jahre, Jahrtausende, ein paar Tage. Und dann bin ich wieder da für euch. Das ist halt gerade ziemlich, ja, am Schwitzeln. Dann haut rein, ciao, ciao, und auf Wiedersehen.